Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute zeige ich euch ein realistisches Texture Pack für die PS4. Das Ganze zeige ich euch heute, Link ist in der Beschreibung, der erste Link, ihr könnt es downloaden. Und falls ihr nicht wisst, wie man so etwas installieren kann, dann würde es auf jeden Fall auch mal ein Video für euch oben rechts sein. Das heißt, erst das bitte anschauen, wenn ihr halt noch nicht wisst, wie man Texture Packs, Mods und so installiert, ist ja quasi dasselbe. Einfach mal anschauen, eigentlich müsste das schon jeder wissen. Das Video kommt auch mega gut an. Habe ich jetzt auch Subtitles aktiviert. Aber jetzt schauen wir erstmal was Neues in den ganzen Texture Pack. Von außen sieht man das auch gar nicht so richtig, aber wenn man ein bisschen rangeht, sieht man. Ey Leute, wie gut sieht das denn aus? Jetzt sei mal ehrlich. Es ist so ein bisschen windig, Leute. Und deswegen bewege ich da ein bisschen was. Das ist das beste Realistic Texture Pack für die PS4. Das Ganze kann man natürlich auch für andere Devices nutzen. Alles andere natürlich. Aber es sieht einfach nur gut aus. Es sieht einfach nur. Die Welt sieht ein bisschen belebter aus. Und das fühle ich so an dem Texture Pack. Alles einfach animiert. Selbst hier die Blätter sind animiert. Bald kommen auch noch ein paar Examples, Leute. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter gleich. Schauen wir das mal ein bisschen an hier. Auch alle Sachen hier von Bäumen, ja, einfach ein bisschen stehen zu bleiben, ist so angenehm. Aber jetzt gehen wir nochmal kurz ein bisschen weiter. Und hier. Hast du etwas vorbereitet? Das Glas, wie gut sieht denn bis das Glas aus? Jetzt sag mal ehrlich, Leute. Wie gut. Alles animiert, jetzt gehen wir mal rein. Man sieht auch schon das eine Auge und so. Alles animiert. Feuer, also hier die Fackeln, ist alles animiert. So cool sieht das aus. Und natürlich auch die Dialoge, die funkeln so ein bisschen. Werdet ihr alles da hier noch mal ein bisschen sehen? Hab ich da ein bisschen drauf gedrückt. Aber das sieht auf jeden Fall so krass aus. Ist einfach, keine Ahnung, das macht Minecraft irgendwie ein bisschen lebendiger. Und das fühle ich einfach an diesem Texture Pack. Muss so kurz vorbeigehen, dass man hier nicht sieht, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Leider nicht so gut platziert. Aber ihr seht es schon. Alles funkelt so ein bisschen. Das ist nicht so. Es fühlt sich sehr, sehr besser an, das zu spielen, weil alles nicht so tot wirkt, weißt du? Alles blinkert so ein bisschen. Ist nicht zu viel, ist nicht zu viel. Ist auch hier, auch bei den Dias, da funkelt so ein bisschen. Bei dem Eisen geht es auch nur so ein bisschen rüber. Dann haben wir noch hier die Augen. Der Baum ist einfach so gewachsen. Da stand vorher noch ein Sapling, aber wir wissen ja, dass die Saplings quasi auch sich ein bisschen bewegen. Hier ist einfach mal ein Baum draus gewachsen. War ich da ein bisschen zu spät mit der Aufnahme. Hier nochmal die Diablock, den ihr auch schon kennt. Lars kennt ihr auch. Auch die Scheiben bewegen sich. Auch die Fackel. Das sieht so viel besser aus. Und einfach so richtig kann aus Glühtrich da drin. Jetzt sind natürlich auch, dass so ein Lichteffekt hier ganz, ganz groß wird, dann wieder kleiner wird, passt mir ja gut. Dann, ihr seht alles so, ne? Hier habe ich Eis reingepackt, weil das auch wieder geschmolzen ist. Wird die Truhe jetzt mal abbauen. Aber ich mag auch bei dem Enderaugen, das sieht so mystisch aus, wenn das so. Ja, und das hier, das wird auch jetzt hier, ja. Das glitzert auch ein bisschen. Und hier, das sieht so gut aus. Wir sind ja auch momentan so ein bisschen Strand, so deswegen kann sich alles mal ein bisschen bewegen. Es sieht mega gut aus. Ey, ich feiere das so hart. Und hier ist auch schon gleich die Rüstung. Die Rüstung ist hier. Und sie ist ganz classic halt. Aber mit dem Inventar sieht sie irgendwie ein bisschen anders aus. Ich weiß auch nicht warum. Aber mir, ich glaube, sie ist auch gar nicht verändert. Ja, seht ihr, wie oft ich Minecraft zocke, Leute. Aber im Inventar finde ich die echt cleaner. Also ich weiß, wie man so schon aussieht. Aber jetzt gehe ich da noch mal kurz Zuckerrohr. Habe ich gar nicht gefunden, dass irgendwie animiert ist. Aber ist auch animiert, Leute. Schaut euch das mal an. Die ganzen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das? Aber die Ursprungsform, die bleibt gleich, aber die kleinen Änderungen, die werden halt anders. Auch hier wieder der andere Baumart und es ist wieder alles animiert. Das sieht so gut aus mit den Blättern. Es sieht, dafür, dass die PS4 ist, Leute. Manche Leute würden das schon als Shader abstempeln. Das Video habe ich nämlich auch von Panda. Links in der Beschreibung. Er hat mir das Ganze gezeigt. Er hat das lieber als Shader gemacht, aber ich würde eher sagen, das ist ein Realistic Texture Pack. Aber damit beende ich dann auch das Video. Ihr könnt gerne bei Panda vorbeischauen. Ein sehr, sehr cooler Ehrenmann. Ja, falls ihr auch Ideen habt, was ich so bringen kann, wie jetzt Panda, schreibt es einfach mal rein. Ich werde immer zeigen und ich werde euch immer erwähnen und alles. Ich werde da niemanden irgendwie abziehen, so weißt du. Ich gebe immer was zurück. Wir sehen uns beim nächsten Video. Leider ein bisschen unregelmäßiger. Wisst Bescheid wegen Abschluss und ciao, ciao.